So, hallo, meine Damen und Herren. Schönen guten Tag aus Brüssel. Ich bin Wim Lievens und heute Nachmittag versuchen wir zusammen mal ein bisschen zu traden. Ich trade gerne mit euch zusammen der S&P 500. Wie immer, das Ganze hier wird aufgezeichnet. Ihr könnt natürlich gerne, und ihr habt das auch sehr gerne, bitte stellt eure Fragen. Ich versuche so gut wie möglich darauf zu antworten. Das ganze Webinar sollte eigentlich schon heute Abend auf meinem YouTube-Kanal stehen. Da stehen schon ganz viele Videos kostenfrei zur Verfügung, auch viele auf Deutsch. Und ja, heute keine Folien und so weiter. Nur Praxis, wenn Sie darüber Fragen haben, meine Website, Sie sehen sie, kommen Sie ruhig auf mich zu. Und hier haben wir unsere Trading-Plattform. Ich erkläre euch das gerne, wie ich das ja, eigentlich jeden Tag einfach strukturiert und versuche da zu traden. Ja, die letzten Tagen waren sehr gut. Da hat sich viel bewegt und das ist für uns Trader natürlich, natürlich toll. War schön. Wenn es die Möglichkeit gibt, ich hatte schon ein paar Fragen darüber, zeige ich euch einen Screener, wenn die Märkte zum Beispiel sich nicht viel bewegen oder da ist nichts los, dann zeige ich euch vielleicht noch meinen neuen Screener heute, aber der befindet sich auch schon in die Store von Selden West und da könnt ihr auch auf YouTube mal nachschauen. Gut, was steht hier? Hier stehen drei Charts vom S&P 500. Man kann das natürlich auf jedes Instrument machen, man kann da verschiedene Instrumente kombinieren. Jetzt gibt es eigentlich drei Charts. Links unten benutze ich 30 Minuten im Nachmittag. Warum? Weil 3:30 bis 4 Uhr, das sind 30 Minuten. Das ist, wie soll ich das nennen, mein Orientierungschart. Ich will nur sehen, wo bin ich und welche Bewegung könnte es geben und lass mal so sagen, wo ist der Weg vom kleinsten Widerstand? Ich denke, so sagt man das vielleicht korrekt auf Deutsch. Das versuche ich zu sehen. Ja, wenn ich da nicht sehe, das ist nicht so toll. Ja, auch manchmal sehe ich es in eine Richtung und geht es trotzdem in die andere Richtung. Das gehört auch dazu. Nur, es ist eine Sache von Wahrscheinlichkeit, wo habe ich ich würde mal sagen, der kleinste Widerstand. Okay. Dann rechts unten, und das hängt vom Rhythmus ab, und heute benutze ich dafür eine Minute, weil es ziemlich schnell ist. Und ich habe hier auch keine 3 Stunden im Webinar, worauf ich meine Analyse mache. Das haben Sie vielleicht schon gesehen in einem von meinen Videos. Trendkanäle, Kontrollpreise, Exzesspreise, Akkumulation, Distribution, Fair-Value-Zonen, Trendbewegungen oder nicht. Das sind alles Sachen, die mache ich auf meinem Analysechart. Und auch sehr wichtig, hier steht hier unten das ATR, Average True Range, hier, wo ich sehen kann, wie schnell, wie volatil der Markt ist. Und diese Volatilität benutze ich dann, um meinen Trading-Chart einzustellen. Und wie trade ich? Das haben Sie auch schon oft gesehen. Ich trade eigentlich nur im Daytrading-Bereich, nicht wenn Swing-Trading und so ist, aber für den Daytrading-Bereich nur mit Bewegungskerzen. Das bedeutet, die Kerzen sind aufgebaut aus Marktbewegungen. Das ist oder Preisbewegungen. Und dafür gibt es verschiedene. Man hat die klassische absolute Spannerkerzen oder Range Bars oder meine Kerzen, die WL Bars.
die dann aufgebaut sind aus Renko, absoluter Spanne, und Heikinashi, eine Kombination. Auch das habe ich schon oft erzählt. Hat nach meiner Meinung verschiedene Vorteile. Aber gut, wichtig ist, man kann mit diesen Bewegungskerzen arbeiten. Die gibt es auch beide kostenfrei in Nanotrader. Ja? Ihr könnt die finden über hier, wo stehen die? Hier in. Nein, das war es nicht. Moment. Ich denke hier irgendwo auf Initialanalysen, WHS Proposals. Und da stehen die ganz unten, stehen die WL-Bars. Ihr könnt die kostenfrei, könnt ihr damit spielen. Ihr könnt versuchen, damit zu traden. Ich benutze beides. Ich benutze Range Bars auch. Für mich beide sind okay. Wenn der Markt sehr volatil ist, wenn ich zum Beispiel Nasdaq handle oder so, bevorzuge ich WL-Bars. Wenn der Markt wie im Vormittag zum Beispiel ganz langsam geht und nicht zu viel Volatilität hat, dann benutze ich am liebsten absolute Spannekerzen. Ja, das ist nur eine kleine Differenz. Ja, wie spät ist es? Ich muss, bevor es losgeht, in 8 oder 9 Minuten, muss ich auch euch ein paar Fragen stellen. Ich muss das machen. Das sind 3 Fragen von WH Seldenwest. Ich lasse jede Frage 30 Sekunden stehen. Dann haben wir das hinter uns und dann kann es echt losgehen, wenn der Markt öffnet. Hier kommt es. Ihr seht jetzt die erste Frage. Da geht es. Und hopp. Hier kommt Frage Nummer 2. Und hier die letzte 3 Höppler. Ja, da sind wir wieder und jetzt kann es weitergehen. Ja, okay, Telefonnummer und so weiter. Wenn es für mich ist, kommen Sie nur via meine Website. Anders kommt es. Ich schicke diese Daten durch nach WH Seldenwest und wenn Sie das gerne haben, würden Sie sich kontaktieren. Gut, wir gehen jetzt weiter. Ja. Lass uns beginnen mit 30 Minuten. Was steht hier? Sehr einfach. Vortageshoch, Vortagestief, das sind diese schwarzen Linien. Dann Pivot-Niveaus. Warum sind die wichtig? Weil wir sind für alle Zeiteinheiten ähnlich und das bedeutet dann natürlich, dass das sind sehr oft sehr wichtige Unterstützung- und Widerstandszonen und ich will nicht gerne einsteigen so in die Nähe von so einer Zone. Darum will ich gerne wissen, wo bin ich? Habe ich eine schon überschritten? Könnte ich vielleicht nach die nächste, könnte es nach die nächste laufen? Das sind so die Sachen. Und das, was Sie auch hier sehen, ist Volumenprofil, Volume Profile, ist auch interessant. Habe heute Morgen mit jemand, es war heute Morgen gehandelt und war auf Nasdaq
Und wir hatten diese Bewegung nach oben auch gesehen. Und warum? Und das will ich euch mal schnell erklären, warum wir da das. Ich benutze das nicht als Trading-System, nur als Orientierung. Warum ist es wichtig? Weil ihr seht, gestern war das Volumen war eigentlich hier, da und hier auch noch eine kleine Welle, ja, da. Aber hier war eigentlich, ja, das ist der Point of Control, wo am meisten Volumen gegeben hat, hier diese Zone. Und dann ist es so, dass natürlich, wenn der Markt, und hier gab es heute Nacht diese Unterstützung, ja, hier auf das Support 1 Niveau, und wenn der Markt dann beginnt zu laufen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es nach dieses Niveau, dass der Markt da wieder zurückgeht. Warum? Weil der Markt sucht irgendwo ein Gleichgewicht, ein Bilanz, sorry, Balance, ja. Und ihr müsst verstehen, Sie und ich, wir sind kleine Garnelen. Wir drehen nur ein Lot, zwei Lots, drei Lots, fünf Lots, nichts eigentlich. Und die großen Jungs, die haben sehr, sehr große Positionen. Und die gehen natürlich oft da, wo es Volumen gibt. Und hier auch sieht man das. Das war sehr deutlich hier. Ja. Da war eine Imbalance. Ja. Es war nicht Imbalance. Und dann sehr oft kommt es zurück. Ja. Und ihr seht es auch. Moment, ich mache das mal sauber hier. Ihr seht das auch hier. Dass hier natürlich die Märkte waren stark runter. Ihr seht hier diese Value-Zone, ne, wo 70% das Volumen war. Das habe ich in blau aufgezeichnet. Hier seht ihr das. Das geht hier runter. Hier geht es leicht wieder nach oben. Und dann hat es, ihr seht das sehr deutlich, ja, das Niveau hier nochmal getestet. Ja. Das hat er hier sowieso rausgenommen. Und jetzt ist hier das nächste. Ja. Und hier ist Vortageshoch. Das bedeutet, wie ich es jetzt sehe, denke ich, nach oben. Habe ich heute Morgen auch gemacht. Ob da noch genug Platz ist, werden wir sehen. Aber dafür mache ich diese Orientierung. Sehr einfach. Das ist nicht keine 100 Indikatoren. Nein, ganz einfach. Wo bin ich? Wo könnte es hingehen? Man muss nur verstehen, wo ist das Volumen, wo hat man gehandelt, wie ist das Gefühl, wo sind die Niveaus und so macht man das. Okay, das mache ich mal zu, hier, da und dann hier, das mache ich heute in einer Minute, das ist sehr einfach, ich habe hier auch der WL Trend drin, das ist einer von meinen Tools, das hilft mir besser, um bestimmte Sachen zu sehen. Aber das ist nicht unbedingt notwendig. Aber was ich hier versuche zu sehen, ist, was ist die letzte Bewegung? Ja. Und dann zeichne ich Kanäle. Und bitte, ich brauche dafür nicht 3 Tage zurückzugehen, weil das hat nichts mit einer Minute zu tun. Ich will nur die Bewegung sehen in diese Dimension. Passen Sie auf. Sie können das auch machen in 60 Minuten. Im Forex-Bereich oder Öl oder Gold oder das macht nichts aus. Ich mache es jetzt nur in einer Minute, weil es jetzt da. Wir treten Markteröffnung, wir haben nur ein paar Minuten eigentlich und darum mache ich es kurzfristig. Ich will absolut nicht euch nicht überzeugen, dass eine Minute, dass es die beste Analyse ist. Vielleicht ist 5 Minuten stabiler oder bevorzugen Sie es, um auf 6 oder 8 Instrumenten gleichzeitig zu handeln, aber langsamer und nur diese bestimmte Setups zu handeln. Was will ich eigentlich? Ich will eigentlich, wenn ich so einen Kanal sehe, will ich die Richtung sehen und will ich auch sehen, okay, wo könnte ich da einsteigen? Und hier bin ich natürlich ein bisschen spät. Es ist ja die Markteröffnung, aber ihr seht es hier, das läuft so ungefähr. Ich zeige es mal so, ganz, ganz so. Und eigentlich wäre es mir viel lieber gewesen, der Markt wäre hier gewesen. Ja? Dann kann ich es so in dieses Kanal nach oben haben. Aber es ist die Markteröffnung, ja? Es geht jetzt los.
Und jetzt drehen wir. Ich nehme hier die ATR, die teile ich durch 2,53 und das ist die Größe meiner Spanne. Ich weiß natürlich aus Erfahrung, wie viel das ungefähr ist für jedes Instrument, ob man das jetzt auf eine Minute, auf fünf Minuten macht, ob man das mit Tesla macht, mit Öl, mit Gold, mit, ist immer das Gleiche. Ja? Ich werde auf 5 Ticks handeln in SOP. Das kann ziemlich schnell gehen. Man kann es auch langsamer machen, aber mit einer Minute, das sollte irgendwo passen. Und jetzt geht es los. Und ja, wir sehen mal. Ne? Moment. So. Und was ich hier noch erklären sollte, ist, was steht hier eigentlich in meinem Chart? Das ist mein Tool, der Super, Super 5. Ja, okay. Das grüne Kanal ist eigentlich die Trendrichtung, aber in zwei Dimensionen. Ja, die ich handle und die übergeordnete. Das bedeutet, ich kann mich, was die Richtung angeht, nicht mehr irren. Jetzt ist es grün. Ja, das bedeutet, ich nehme nur Signale nach oben. Ich kann das alles Alarme und so weiter einstellen, das mache ich nicht, weil das macht uns verrückt. Dann geht jedes Mal ein Alarm und das wollen wir jetzt nicht in das Webinar. Aber das ist toll, das kann vermeiden, dass wir zu viel handeln. Moment, ich habe hier fast ein Signal. Jetzt ist es grün, okay. Und ich will natürlich gerne einsteigen. Das Problem ist, ja, ich warte, bis ich ein vernünftiges Signal habe. Und ihr seht hier, die Triaden gehen immer nach oben und dann stelle ich das hier über diese Triade ein. Und wenn es jetzt weitergeht nach oben, will ich gerne einsteigen. Ist noch ein bisschen zu früh. Da ist er vielleicht. Da ist er. Komm. Noch bin ich drin. Stop steht hier, stelle ich unter meine Triade und es geht bei mir am Anfang nur um zu vermeiden, dass ich viel verliere. Ja? Verluste, die habe ich, das, ohne Frage, aber kleine Verluste. Erstes Ziel geholt, ich schiebe auf Break-Even und jetzt läuft er. Jetzt bin ich in das zweite Teil von meinem Trade. Ich kann nicht mehr verlieren. Ja. Jetzt, es gibt verschiedene Money Management Systeme und darüber kann man auch viele Stunden reden. Ich will euch nur etwas erklären. Punkt ist, man muss sowieso in ein Money Management System mehr verdienen können, da man riskiert. Ja. Hier bin ich fast raus. Break even mit das zweite. Erster habe ich ein wenig verdient. Ja. Was ich tue, was mental das Einfachste ist, und ich würde jetzt mal, ja, ich will jetzt noch ein bisschen drehen, ich erkläre es euch dann später, ja, weil wir versuchen noch einmal, hier seht ihr das, einmal nach oben gegangen, zurück, hier kommt vielleicht wieder ein Signal, wenn er jetzt wieder nach oben geht, nein, er macht das nicht, also leider noch nicht, geht ein bisschen schnell, ich stehe auch ein bisschen zu schnell hier, ich muss ein bisschen, meine Kerze steht zu klein. Die Volatilität ist ziemlich groß. So, jetzt sind die Kerzen größer. Ja, das ist besser. So. Hier warten noch nicht. Okay. Was sehr wichtig ist in das Money Management System, dass ich habe so eine Triade und das sind drei ähnliche Kerzen und dann weiß ich genau, wie groß mein Risiko und wenn ich verliere, wie groß mein Verlust ist, weil es immer die gleiche Distanz ist. Die Distanz spiegel ich nach oben in diesem Fall, ja? Und da nehme ich einen Teil von meinen Gewinnen mit und der Rest lasse ich laufen. Ja? Das bedeutet, ich versuche so schnell wie möglich am Anfang meiner Trades aus dem Risiko hinaus zu sein und dann kann ich hoffentlich, ja, wenn mal eine schöne Bewegung kommt, nehme ich viel mehr mit. Das bedeutet, ich bin eigentlich auf alles vorbereitet. Ich bin vorbereitet auf kleine Gewinne, kleine Verluste und große Gewinne. Keine großen Verluste. Das geht nicht.
Das zählt nicht mit, da machen wir nicht mit. Aber ich sehe, was ich meine. Und dass viele Leute vielleicht nicht ganz, wo sie Mühe haben, das zu sehen oder zu akzeptieren, dass diese gute Bewegungen, und was ist eine gute Bewegung oder einen guten Tritt, das ist eigentlich, wo ich boah, dreimal mehr, fünfmal mehr, achtmal mehr verdiene als mein Risiko. Und ich brauche diese Trades, weil ich muss meine Kosten bezahlen, meine Verluste bezahlen. Man braucht solche Trades, um echt Geld zu verdienen. Ja. 10 Punkte riskieren, um 10 Punkte zu verdienen, ist kein Geschäftsmodell. Ja. Das wollte ich nur darüber sagen. Das Tool zeigt 5 Strategien. Heute zeige ich euch ein paar. Wenn ihr Interesse habt, das Tool wird sehr schön erklärt auf YouTube, das heißt Super 5, das ist alles schön erklärt, was das alles kann. Aber hier geht es um es zu sehen. Ja. Und diese grünen Bänder zeigen, wo es entlang gehen und ob der Trend überhaupt stärker wird oder nicht. Und Sie sehen jetzt, das ist er durchaus nicht, weil hier gehen die grünen Bänder, die werden schmaler. Und der Trend, der macht nicht viel. Und kommt dann die Frage, ja, Wim, aber jetzt wird es rot. Jetzt können wir Short handeln. Dann komme ich zu meiner Analyse. Und dann sage ich, ah nein, weil wenn ich hier einen Trendkanal zeichne und eine Analyse mache, das geht nach oben. Ich trade nicht Short. Auch nicht, wenn das Signal kommt. Ja? Verstehen Sie, was ich meine? Es steht noch immer nur Short von den letzten Tagen. Ich sehe es jetzt, es sind nur Verkaufssignale, weil die Long-Signale sind nicht aktiviert, weil die letzten Tage waren nur nach unten und dann gebe ich das Tool ein, nur Short. Heute sollte ich eigentlich das Umgekehrte machen und nur Long-Signale eingeben. Und ich mache das mal. Ach, ich vergessen hier. Oh, Moment, Super 5. Seht ihr, Long-Signal steht No. Da sage ich ja Yes. Und Short-Signale sage ich Nein. Voilà, das ist besser. Okay. So, hier, das war ein Umkehrsignal nach oben hier, WLY. Meine 2 Favorite-Bewegungen sind bestimmte Korrekturen und Umkehrbewegungen. Und hier, was ist eigentlich ein ihr seht das hier sehr deutlich, WLY, das hier, den hätte ich verloren, den, versteht ihr, das zeigt bestimmte Korrekturen an, ist ein Algorithmus und wo hilft das oder kann das helfen, um zum Beispiel Overtrading, zu viel Traden zu vermeiden. Ja, das wäre ein Ding. Aber ihr könnt es auch so sehen. Jetzt, was sind die anderen Bände hier, die ihr hier seht, in Blau und Magenta? Ihr könnt all diese Farben ändern. Das ist eigentlich, was die Bewegung tut. Und ihr habt früher, vor vielen Jahren, ich habe damals immer gesprochen über die T-Line. T-Line. Das ist ein Signal. Das ist, wo ist der Markt? Die EMA 8 ist es. Und das ist eigentlich ähnlich hier. Es hilft mir zu sehen, wenn ich Trends und Momentum zusammen sehe, wie stark ist der Markt und wie günstig sind Bedingungen, um zu handeln oder nicht. Ja, noch wichtiger sind sie es nicht. Und habe natürlich auch die Möglichkeit, mit diesen Bändern bestimmte Algorithmen zu bauen, was ich hier gemacht habe. Mehr ist es nicht. Aber das Ganze, das musst ihr verstehen, ist gebaut auf Preisbewegungen. Das ist nur Daytrading. Man kann dieses ganze Ding auch benutzen auf 60-Minuten-Charts, Tagescharts, das geht alles. Aber heute Nachmittag will ich euch das nur das Daytrading zeigen. Und jetzt kommt dann die Frage, ja, Wim, was willst du hier dann machen? Wie es hier aussieht, hier rechts unten, will ich es nach oben handeln. Ich will eigentlich da. Das will ich nicht, weil da habe ich zu viel Unterstützung, könnte ich hier sagen. Und die ganze Bewegung geht, wie ich jetzt sehe, noch immer nach oben. Und ich will es nur nach unten handeln, wenn
ich sehen kann, dass es auch echt nach unten geht. Nicht, weil ich denke, dass es nach unten geht. Ja. Grade what you see. Ja. Okay, ich mache mal sauber hier. Ich hoffe, wir bekommen noch eine Bewegung. War ich die letzte? Ach, hier noch eine Buy. Läuft nicht echt schön durch. Okay, ich will jetzt auch Volatilität sehen. Das sage ich, kläre ich auch euch auch mal. Warum will ich das hier noch nicht direkt drehen? Erst muss er mal ein bisschen, wie soll ich das sagen, Aggressivität, Lust zeigen. So mal eine Kaufbewegung, dann zurück und dann gehen. Ja? Nochmals, darum auch ist es fast unmöglich, die erste Bewegung zu sehen. Es ist immer die zweite oder die dritte. Warum? Weil die erste, ich kann nicht wissen, wann die kommt. Darum, ich warte, bis die kommt. Wenn es dann zurückkommt, dann ja. Und wenn er dann von mich wegläuft, ja, okay. Ja. Moment, ja. Hier geht hier. Ich mache nochmal so, es ist immer schwierig, wenn ich zeichnen muss. Und da sind noch Fragen. Ich komme gerade auf die Fragen. Ja. Jetzt, was hätte ich am liebsten jetzt? Er kommt ein bisschen zurück. Diese blaue Bänder, ich hoffe, Sie können das sehen hier, da. Diese blaue Bänder werden nochmal zurück magenta. Das bedeutet, das Momentum korrigiert nach unten. Und wenn diese Korrektur dann wieder dreht nach oben, da will ich drehen. Verstehen Sie? Muss Geduld haben. Und auch, man kann nicht jede Bewegung handeln. Ich warte jetzt. Ich kann da nicht rein. Er muss zurück. Ja? Auch wenn er hier weiterläuft. Schade. Dann bin ich nicht dabei. Ja? Okay. Gute Frage. Was bleibt in der Regel übrig, wenn man kleine Gewinne und große Gewinne minus kleine Verluste und Kosten berücksichtigt? Das ist eine gute Frage. Ich gebe euch das Geschäftsmodell. Ja, das ist, was ich mit meinen Studenten mache und das mit meinem Trading-Tagebuch gemacht und so weiter. Was versuchen wir zu erreichen? Das ist eine Trefferquote von 55-60%. Das geht mit einer vernünftigen Orientierung und Analyse. Das geht. Ja, das ist eins. Wenn der durchschnittliche Verlust auf diese, lass uns mal sagen, 45% im Durchschnitt für jeder Trade 100 Euro ist, dann muss der Gewinn durch das Money Management zwischen 1,7 und 2,5 sein, ungefähr. Und das kann man echt schaffen. Heute Morgen hatte ich jemand, das ist ein Scalper, der hat ein sehr aggressives Money Management. Der hatte noch 1,55, war ein bisschen unter 1,7, aber normal muss man da drüber bleiben. Ja? Und dann hängt das mit Kontogröße und so weiter, hängt das natürlich ab von die Hebel, womit sie spielen. Aber das ist sehr wichtig, Mann, ich kann das eigentlich mal zeigen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe eigentlich hier in einer von meinen Webinare. Wäre mal vielleicht mal interessant. Wo steht das? Heute Morgen hat das jemand geschickt. Kann ich vielleicht mal schicken? Moment. Coaching. Yeah. Hier. Das ist ein Beispiel. Ja. So. So, ja, und dann sieht man eigentlich, ja, ich mache es mal ein bisschen größer, vielleicht seht ihr das besser, so, ja, seht ihr das besser, dass man sieht, wie viel Trades man macht, Ratio Wins, durchschnittlicher Gewinn, durchschnittlicher Verlust, P&L, Kosten, Expected Value und so weiter. Und was will ich eigentlich herausfinden? Und was sollte jeder Trader eigentlich wissen? Und es ist auch keine stundenlange Arbeit, um dies zu machen, ja. Man muss nur ein paar Zahlen eingeben und man hat das, wird automatisch ausgerechnet. Das ist die Expected Value. Und hier zum Beispiel ein sehr, muss ich sagen, aggressiver Trader. Und er verdient im Durchschnitt $50 pro Trade.
Gewinne und Verluste minus Kosten zusammengezählt. Ja. Eigentlich sollte jeder, der tradet, das wissen. Was ist mein Geschäftsmodell? Was kommt dabei raus für jeden Trade durchschnittlich? Wenn das, wenn die Zahl natürlich negativ ist, verliert man. Ja. Ist nur ein Beispiel. Das ist auch in meine Kurse drin. Ist sehr wichtig, das zu haben. Jetzt natürlich ist der Markt in die Zwischenzeit schon ein bisschen gelaufen. Wie weit kann er noch gehen? Ja, nicht mehr so weit. Und habe eigentlich für die Korrektur hier keinen Einstieg bekommen. Leider. Ich stehe auch ein bisschen groß. Ich trade am liebsten im Nachmittag mit 5 Ticks Spanne. Das ist 1,25. Im Vormittag, wenn ich S&P handle, nur 2 Ticks. Das geht, weil man kann sich locker anpassen an die Volatilität des Marktes. Ja, geht alles. Wir warten. So. Ja. Was haben wir hier noch? Ja, es gibt eigentlich 5 Bewegungen. Ja. Es gibt Korrekturen, Umkehrbewegungen, Fortsetzungen, Unterstützung und Widerstandszonen und Breakouts. Kann man alles parametrieren. Wenn ich eine sehe, dann erkläre ich es euch. Ja. Wie kann man entscheiden, ob der Markt nicht mehr weit läuft? Sehr gute Frage. Ich würde dafür benutze ich am meisten eigentlich die 30 Minuten. Und bitte achte hierauf. Mach's jetzt mal großer. Moment, so, seht ihr das hier, das ist der Point of Control von gestern. Das ist hier auch ziemlich harte Zahl, 4400, runde Nummer. Um jetzt überzeugt zu sein, dass es eigentlich echt weitergeht, sollte er eigentlich das hier rausnehmen. Und hier habe ich auch nochmal das Pivot-Niveau. Sollte er hier eigentlich mal Luft holen, dann vielleicht auf eine Minute und dann gehen. Eigentlich hier noch long zu treten, um Andreas deine Frage zu beantworten, ist nicht mehr ideal. Ja? Darum auch persönlich bin ich sehr gerne dabei, um 3:30 rede eigentlich auch nur von 3:30 bis 5, manchmal 5:30, aber selten, weil ich diese erste Bewegung nicht verpassen will und auch die Volatilität dann oft am ja, wichtigsten ist. Okay, Moment. Ja. Mach hier mal das mal weg. So, mal schauen, was da passiert. Ja. Hier läuft er natürlich durch und ihr seht hier, ihr könnt es auch live sehen, die gute und schlechte Signale. Ja, seht das hier auch. Hier gab es ein gutes und ein schlechtes Signal. Ja, ihr seht hier, das sind natürlich alle gute hier. Die sind gut. Aber hier zum Beispiel habe ich verloren. Das Signal ist nicht gut. Warum ist das nicht gut? Weil die letzte Bewegung ist so und die Korrektur ist eigentlich ziemlich klein. Ja, die sollte größer sein. Und hier natürlich ist die größer. Die Korrektur ist weiter gelaufen und der war natürlich super. Aber ich habe eure Fragen beantwortet und ich bin nicht dabei. Fragen beantworten und jedes Signal mitbekommen, das geht nicht. Ist schwierig. Aber ich hoffe, Sie sehen es. Ja. Das ist die Korrektur. Eine Frage über die Umkehrbewegungen auch. Umkehrbewegungen sind toll. Warum sind die gut? Warum sind die interessant? Weil es, wenn es eine vernünftige Umkehrbewegung gibt, ist es oft der Anfang von einer neuen Bewegung. Das bedeutet, der Markt, das könnte eine große Bewegung sein. Weil ihr müsst verstehen, ich kann nur mit einem Gewinn rauskommen, wenn ich vernünftige, und da meine ich echt,
Ruder drehst, erwische. Und das ist dreimal mehr minimal, dann was ich riskieren muss. Jetzt die Triaden, ja, die sind ziemlich klein. Das geht, darum kann man solche Bewegungen auch realistisch erwarten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bitte sei darauf vorbereitet, dass auch wenn Bedingungen günstig sind, auch wenn die Analyse gut ist, auch wenn die Orientierung gut ist, dass eigentlich nur 20-25% maximal von unseren Trades in diese Kategorie sind. Und 5-10% ist in die Kategorie, wo man 7, 8, 12 Mal mehr hat wie das Risiko. Und darum ist es auch so wichtig in das Money Management, dass man nie, nie, nie einen Teil von seiner Position, die gut läuft, die echt groß im Gewinn ist, schließt. Man kann sein mit Stop Management vielleicht ein bisschen besser schützen dahinter und dafür gibt es auch verschiedene Tricks, aber nicht verkaufen. Nicht. Damit habe ich schon zu viel verloren eigentlich, Geld auf den Tisch gelassen und würde es nicht mehr tun. Ich lasse mich für das letzte Teil ausstoppen. Das ist eine Prinzipsache. Okay? Ja. Den Exit, okay. Was entscheidet der Exit? Das sind die Triaden. Und das, ihr seht das hier. Lasst uns mal sagen, das ist ein interessanter Fall hier. Ich mache es ein bisschen größer. Hier, so. Moment. So, lasst uns mal sagen, wir sind hier mit diesem WL-Buy eingestiegen. Und dann haben wir unsere Triade, die steht hier unten. Ich versuche es mal zu zeichnen. So, ja, wir sind da drin. Ich nehme so immer 3 oder 4 Kerzen. Da stehe ich dann. Erstes Ziel wird dann hier erreicht. Es wird nach oben gespiegelt. Ja. Das kann man mit Nanotrader wunderbar eingeben. Das ist die einzige Plattform, die das kann, wo man mit ATR seine Stops und Ziele eingeben kann. Und das ist natürlich sehr einfach, weil wenn ich meine Spanne ändere, ändert sich der Abstand von Stop und Ziel automatisch. Und das ist natürlich toll. Auf andere Plattformen sollte man das dann immer anpassen und hier ist es nicht nötig. Und dann ist natürlich die Frage, okay, ich bin hier drin und jetzt pass auf. Lass uns mal sagen, ich riskiere 200. 200. Und hier verkaufe ich die Hälfte von meiner Position. Das ist plus 100 und bleibt hier minus 100. Das bedeutet einmal, dass ich das erste Ziel erreicht habe. Ja, okay. Die Tradingkosten kann ich noch verlieren. Das Schlimmste, das passieren kann, ist, dass der Markt zurückkommt, dass er mich rausnimmt und dann habe ich mehr oder weniger einen Nulltrade. Ja. Jetzt für das andere Teil von meiner Position, was tue ich? Ich lasse es laufen und jedes Mal, dass ich eine Triade bekomme, schiebe ich nach. Lass mal sagen, ich sehe keine Triade. Das sieht das hier, das läuft hier wie verrückt nach oben und habe in dieses Teil eigentlich keine Triade. Und lass uns mal sagen, es läuft echt schön durch, das Ziel läuft weg und ich denke, ja, ich habe keine Triade. Wo muss ich jetzt meinen Stop hinsetzen? Dafür gibt es einen sehr einfachen Trick. Ihr nehmt dafür die Spanne, die steht jetzt auf 5, stellt diese Spanne ein auf 2 zum Beispiel, 2,5 mal kleiner. Und dann seht ihr natürlich viel mehr von dieser, ich würde mal sagen, diese Nervosität, diese, wie soll man das sagen auf Deutsch, Verzögerungen. Ja. Und dann sehe ich da trotzdem oft noch Triaden und kann ich dann so meinen Stop nachziehen. Aber der Trick ist immer, ich bin beim Einstieg konzentriert auf Orientierung, Analyse. Habe ich einen Vorteil? Kann ich dreimal minimal das verdienen? Und dann einmal in das Money Management ist es,
Okay, so schnell wie möglich aus dem Risiko raus und dann hoffen, dass ich in eine von diesen 20% Trades gerade und vielleicht 5 bis 10% Trades, ja, der riesig läuft und die letzten Tage, die waren so nach unten und dann nur betreuen. Ja, Money Management ist nur Ausführung. Das ist nicht, keine Kunst oder spezielles Wissen oder nein, Execution. Okay, gut. Noch Fragen hier? Das habe ich nicht ganz verstanden. Wenn mit bei Stops mit höherer Volatilität, wenn der Preis, ja, Slippage kann es geben. Ich muss trotzdem sagen, wenn man echt liquide Produkte handelt mit diesen Futures und man hat CQG-Daten und so weiter und auch mit CFDs, muss ich sagen, in Aktien, das funktioniert auf Tesla und Alphabet und so weiter, das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Aber wo man aufpassen muss, das ist wahr, wenn solche Daten rauskommen, wenn man wieder ja, Nachrichten rauskommen und dann gibt es Leute, die will dann unbedingt dann handeln, da will ich sehr vorsichtig sein. Ja. Muss man immer 3 Positionen treten? Nein, aber ich würde raten, 2 Positionen zu treten, minimal, weil dann kann man eigentlich sein Money Management aufteilen in 2 Teile. Kleiner Gewinn, großer Gewinn. Und es ist viel einfacher mental, um es so zu betreuen, dann nur mit einer Position, wo es eigentlich, ja, ich würde nicht sagen, alles oder nichts ist, aber ein bisschen so. Und darum mache ich es oft so mit die Leute, die Studenten und so weiter, die mit mir handeln, dass wir am Anfang es so machen, bis das dann besser geht. Und dann können wir beginnen, mit Pyramiden zu bauen, wo ich dann sage, okay, ein Lot bei ersten Ziel und 2 Lots laufen lassen. Oder kann es auch später sein, 1, 2, 3 oder 1, 1, 1. So kann man das aufbauen, weil es ist so, desto besser es ist für, ich würde mal sagen, die Kontogröße, um Geld zu verdienen, desto schwieriger ist es mental. Die Leute fragen immer, ja, was ist das beste Money Management System? Ja, das Beste ist eigentlich, wo man nichts verkauft. Aber das Problem ist in das Geschäftsmodell, dass man mehr Trades verlieren wird, dann ist es keine 55, 60% mehr, dann kann es sein, 45% oder vielleicht nur 40% Gewinn in bestimmte Wochen. Aber man holt natürlich mit diesen paar Gewinntrades, die dann diese 5% oder 10%, die echt gut laufen, man hat seine volle Position noch. Dann hat man natürlich viel mehr. Ja. Aber es ist mental viel schwieriger. Und da ist es immer eine Balance, die man da sucht. Ja? Darum finde ich persönlich, ich sage das immer an den Leuten, das beste Money Management System, das ideale Money Management System gibt es nicht. Aber das beste Money Management System ist das System, das ein Trader korrekt ausführt. Die Ausführung ist alles und nicht einmal links und dann rechts. Das ist eine schlechte Idee. Okay? Und was auch eine schlechte Idee ist, 70% Trefferquote haben, wo man 5 Punkte gewinnt und 10 oder 15 Punkte verliert. Das funktioniert nicht. Das sieht man auch in das Geschäftsmodell, wenn man diese Trading-Tagebücher sieht. Das funktioniert nicht. Und weil es sich so angenehm anfühlt, versuchen so viele Leute das. Und es geht nicht. Ja, gut, nochmal. Ja, was verstehe ich unter einer Triade? Eine Triade ist das. Lass mal sagen, der Markt geht nach unten. So, ach, ich nehme mal eine andere Farbe. So, Markt, oder ich mache mal noch mal besser, ich mache mal sauber. So, Markt geht nach unten, zum Beispiel. So, und dann auf einmal, das sind alles neue Tiefs, ja. Und dann kommt so eine Kerze, das ist
kein neues Tief. Das ist, wie man das auf Englisch so schön sagt, low, lower low, higher low. Wenn diese Kerze hier ein Tick rausgenommen wird, das ist eine Triade. Und ich benutze, und das ist auch so programmiert, ich benutze natürlich diese Triaden, um Einstiege zu finden. Weil, warum ist das so wichtig? Das ist nicht, das ist kein technischer Indikator, das ist ein Preisindikator. Weil, was ist an dieser Stelle passiert? Verkäufer waren, hatten die Kontrolle, haben den Preis runtergedrückt, bis an einem Punkt, wo sie es nicht mehr geschafft haben, eigentlich der Preis wieder einen Versuch, wir sind nicht sicher, in die andere Richtung macht. Das ist ein wichtiger Punkt, weil da hat irgendwo, man kann reden, so viel man will, aber das ist ein Fakt. Und wenn ich das natürlich, diese Triade sehe, in Kombination mit meinen anderen Sachen, wo man und Orientierung und Analyse und Super Five und das Signal, dann habe ich 1 plus 1 plus 1 plus 1. Das Einzige, was ich dann habe, ich habe keine Garantie und gutes Money Management, ist einen Vorteil. Trading ist nur das. Man sucht Situationen, Einstiege, Money Management, wo man einen Vorteil hat. Das ist es nach meiner Meinung einzige ehrliche Geschäftsmodell, das es gibt. Ja. Und die 40% Verluste, die hat man sicher. Wenn man mit so Money Management System und so vernünftig handelt und auch nicht, diese Woche war es besser natürlich, ja. Diese Woche hatten wir mehr, weil es alles in eine Richtung war und das ist einfach. Aber es ist nicht jede Woche so. Ja. Und wenn man das auf 6 Monate nimmt oder auf ein Jahr, 40% Verluste hat man garantiert. Und damit kann man sehr schön leben. Ne? Auch mit ein anderes Money Management, 50-50 geht auch. Aber man muss es mental akzeptieren. Und man muss sein Geschäftsmodell kennen. Und darum ist es jetzt ausführen von dieses Trading-Tagebuch so wichtig. Weil da kann man sagen, hey, ja, mein Geschäft ist, ja, ich verliere 48% von meiner Trades, meine Risk-Reward-Ratio ist 2,2 und ich nehme jedes Mal ein Risiko von so viel und das bringt mir im Durchschnitt auf jeden Trade verdiene ich $30 und ich mache in Durchschnitt 6 Trades am Tag, habe ich so viel am Tag. Das ist konkret. Und ich sehe das zu wenig. Ja, es ist oft gefühlsmäßig. Ja, ich denke das und es war mal gut oder mal schlecht. Aber eigentlich kommt man da nicht weiter. Ja, gut. Ja, hallo. Wie viel lasse ich pro Jahr mit deiner Strategie? Ja, das ist jetzt die Frage. Wie viel lasse ich verdienen? Okay, ich habe das Geschäftsmodell gegeben und dann hängt es von die Hebel ab. Ja. Aber lass uns mal realistisch reden jetzt. Ja. Ich habe früher angefangen, eigentlich was ich früher damals gemacht habe, im Swing Trading Bereich, wenn ich eigentlich noch gearbeitet habe, das vor 23 Jahren, habe ich Aktien gehandelt mit einem Hebel damals von 2 bis 4, nicht mehr. Ich hatte auch nicht mehr damals. Ja. Und da habe ich in ein gutes, ein echt gutes Jahr hatte ich zwischen 60% und 80% auf mein Konto. Aber das war nur Hebel von 2 bis 4. Ich hatte ein sehr großes Konto auch da. Und das hatte ein schlechtes Jahr, hat es auch gegeben, nicht viel, 20-25%. Ja? Mit so einem Geschäftsmodell. Wenn man natürlich Futures handelt oder andere Instrumente mit höherer Hebel, kann man mehr haben. Aber das Messer schneidet an beide Seiten natürlich. Und darum ist es so wichtig, man kriegt diese Strategie, dieses Geschäftsmodell und so weiter auf die Reihe. Man probiert das mit kleinen, erst natürlich in Demo-Kontos und dann mit kleinen Zahlen
und dann kann man langsam erhöhen. Aber das Geschäftsmodell, was ich jetzt sage, 50-60% Gewinn, 40-50% Verlust, Ratio 1,7-2,5, diese Prozente von Trades, da kleine Gewinne, kleine Verluste, 20-25% mal 3-5-10% mal 8 oder mehr, das kommt immer zurück. Und was auch besser ist, man redet immer über Prozente. Und das ist auch nach meiner Meinung, das sind Sachen für die Bücher. So funktioniert die Welt nie, nicht, und so funktionieren Leute auch nicht. Ja. Ali, dann sagt man, ja, ich riskiere 1% von meinem Konto. Okay, wie groß ist dein Konto? Oh, 25.000. Okay, fair enough. 1% ist $250 oder 250 Euro. Meine Frage, die erste Frage in das Tradingplan immer ist, wie viel Geld kannst du dreimal hintereinander verlieren? Weil die Verluste, die kommen auch manchmal zweimal, dreimal hintereinander. Und dann muss man das vierte Mal noch einsteigen können. Und dann ist die Frage, kannst du 750 verlieren und normal weitermachen? Wenn die Antwort ja ist, ist okay. Aber anders, die 1%, was für eine Bedeutung hat das? Darum, man muss über Geld reden und sagen, okay, was kann ich mental verkraften? Ja, das, wie, ich weiß nicht, ich vergleiche das immer so, wenn man über etwas laufen muss und das steht 1 Meter vom Boden, das schafft jeder. Wenn es 10 Meter vom Boden steht, wie viele Leute schaffen es da noch? Und da muss man langsam aufbauen. Okay, gut. Hier geht es jetzt wieder seitwärts. Und jetzt kommt natürlich noch die Frage, wie geht es jetzt weiter? Ja, wie siehst du es jetzt? Und ja, sehr wichtig, pass auf. So, hier, Moment. Ja, das ist hier die Value Area, die läuft genau zusammen mit Vortageshoch. Ich erwarte ganz ehrlich, dass er das noch testen wird. Wie viel ist diese Strecke? Wir sitzen 44,10. Das ist hier ungefähr 44,50. 40 Punkte, S&P 160 Ticks. Das ist okay. Was ich hier echt einfach nie tun werde, weil es ist Short Trading. Das kommt nicht in Frage. Auch nicht, wenn mein das Super 5 Ding und so weiter beginnt, Signal zu geben. Nein, nur nach oben jetzt. Okay? Ah! Hallo, da kommen noch, ja, ich hoffe auch, wir können bald nochmal ein echtes Seminar machen in Frankfurt oder Berlin oder München, weil es gut. Jetzt, worauf warte ich? Es läuft natürlich immer weiter. Und da gibt es Leute, die sagen, ja, Wim, du kannst trotzdem hier auch einsteigen, weil du riskierst hier nur eine Triade, kannst du noch reingehen. Das sind die Continuation Trades. Und man kann hier natürlich immer Signale sehen, aber man muss echt den Unterschied machen zwischen, ich würde mal sagen, 3 oder 2, 3, 4 und 5 Sterne Trades. Und ich würde euch echt raten, mach nur die 5 und vielleicht manchmal die 4, wenn man vorliegt, nicht wenn man hinterliegt. Ja. Und was jetzt passiert, ist interessant. Der Markt korrigiert und ihr seht jetzt wie soll ich das sagen, diese Momentum, da habe ich ein Kaufsignal, jetzt wird es interessant. Ja. Und da stelle ich meine Order ein, bam, und ich bin wieder rein. Ja. Und wenn es nicht läuft, liege ich direkt wieder raus. Aber das gehört dazu. Ich habe nie Tage,
wo ich keine Trades verliere. Weil eigentlich muss man das auch mal, darum auch das mal zeigen, das ist, was die Realität ist. Ja. Und jetzt, ja, bin jetzt, ich habe alles gut gemacht, alles korrekt. Es könnte hier echt. Und ich bin ausgestoppt. Ja. Jetzt kommt er hier runter. Da sind noch ein Trade, will ich euch noch zeigen. Ich hoffe, er kommt. Seht ihr, er kommt hier unter diese grüne Bänder. Das ist, was ich nenne, ein Exzess-Trade. Das bedeutet, er kommt zu weit zurück und dann vielleicht wieder nach oben. Da wieder rein. Ja. Und dann kann ich hier mein. Und jetzt stehe ich, kann ein bisschen höher setzen da. Und der läuft automatisch. Und dann jetzt hoffen, dass es hier weiterläuft. Ja, einmal, dass er da, ich wollte mal sagen, Momentum nimmt, dann geht es. Ihr seht da, er baut eine Triade. Wenn er jetzt, wenn diese Triade jetzt nach oben bestätigt wird, hier, da, so, ja, seht ihr das? Da, bestätigt, hoppla, dahinter, voilà, Risiko wieder etwas kleiner. Da kommt noch eine Triade, wenn auch die bestätigt wird, kann ich noch ein bisschen. Ich will nur, erstes Ziel fast erreicht, erstes Ziel erreicht. Nochmal dahinter, Triade. Und jetzt, lasst uns hoffen, wir haben eine von die 5 Prozent Trades. Ja, das danke, danke für die Blumen. Ja, das ist voll. Ja, ich habe letztes Jahr auch gesagt, echtes Seminar. Aber es ist nicht meine Schuld, aber es wird besser. Hat mich so gefreut, dass so viele Leute wieder dabei sind. Und danke für eure netten Worte. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Es wird nicht mehr lange dauern. Und ich hoffe echt, bis bald. Schönen Tag weiter und bis nächstes Mal. Ciao, ciao.